Au. Da ich keinen Kameramann habe, habe ich versucht, einen etwas besseren ersten. Egal, lassen wir es. Ich hatte ja eigentlich schon mal eine kleine Roomtour gemacht, aber die musste ich zum Großteil raffen, sodass man nur, ich sag jetzt mal, semi-verschwommen was mitbekommen hat. Und seien wir ehrlich, ich habe die Hälfte des Videos geheult, wortwörtlich. Also gibt es einfach noch mal eine ruhige kleine Rumtour und lasst ruhig euren Tipp in den Kommentaren, weil ich möchte Reichweite. Okay, fangen wir an. Dann fange ich doch am besten mit einer Frage an. Wo entsorgt man einen kaputten Wäscheständer? Wie man hier vielleicht sieht, ist die Halterung kaputt. Ich habe nur meinen Scheißwäschekorb mit der Wäsche halt für 10 Sekunden da drauf stehen gelassen, weil ich den dann schnell, und dann wollte ich ihn halt runternehmen und dann ist kaputt gegangen. Ja. Es ist kaputt und ich weiß nicht wohin damit. Bitte schreib es mir, weil ich das Ding weghaben will. Aber ich weiß nicht wohin. Und ich glaube nicht, dass man es wieder reparieren kann. Und falls sich jemand fragt, was das ist, du kannst das normalerweise hier so ein, damit es so eine Stütze hat. Ja, eigentlich. Das hier, dieser Streifen soll wohlgemerkt eigentlich eine Schneiderecke werden und im Moment ist er aber meine Wäscheecke. Und der Schrank ist erstmal nur provisorisch. Der lag mal die ganze Zeit im Keller von meiner Mutti und ich habe dann, nachdem er hergestellt wurde, bemerkt, der ist innen ein bisschen muffig. Und Dauerlüften hilft da auch nicht. Und auch nicht mit Spray einsprühen. Also, wenn ich mir irgendwann einen neuen Schrank leisten kann, kommt der weg. Und dann kommt ein schöner hin. Aber der. Und das ist meine kleine Ecke der Schande Nummer 2, weil hier etwa scheiße viel Tee ist. Sehr viel Tee. Hier ist noch mehr Tee. Hier ist noch mehr Tee. Wovon ich sagen muss, dass traurigerweise diese vier sind mir, also die drei sind mir zu süß. Und der ist mir zu viel Limongras. Ich weiß nicht, ob man es sauer nennen kann, aber mich stört, das ist für mich zu penetrant. Den Ingwer kann ich auch nichts anfangen, weil es lustigerweise die Orange ist, die mich triggert. Und Schwarztee muss ich erstmal probieren, aber mal sehen, ob ich den irgendwie dann aufdrücken kann, weil wegschmeißen will ich es nicht. Oh, Kindheit, Kiwa, Kirsch, Banane. Ich war so glücklich, als ich den gesehen habe, aber ich sage mal so, er riecht aromatischer, als er schmeckt, leider. Aber ich werde den auch irgendwann aufbrauchen. Habt ihr.
wohlgemerkt eigentlich für Tees gedacht, also dass du da die Tassen oben raufstellst oder Wasserkocher oder weiß der Geier was. Aber ich habe so ein funktioniertes so Gewürzfach. Hier die Gewürze drin, also ein Teil der Gewürze, nicht alle. Und dann lange Nudeln, Spirelli-Gedöns, Reis. Also, das ist Spirelli-Gedöns. Ja, also diese Fliegen, ich habe meistens halt Spirellis drin, aber diesmal waren wir noch Fliegen, weil die so schön bunt sind. Ich wollte eigentlich das große Abteil jetzt ausräumen, indirekt im Sommer, weil ich für 10.000 verschiedene Jacken habe. Aber es wurde nicht kalt. Ich konnte nicht testen, will ich die überhaupt noch tragen oder sitzen die scheiße oder so. Klar, ich kann die auch so anprobieren, aber es ist immer noch ein Unterschied, wenn ich sie wirklich einfach mal trage. Richtig, als wenn ich die nur kurz rüberschmeiße. Aber gut. Vielleicht nächstes Jahr, wenn wir da einen Winter bekommen. Was ich langsam nicht mehr glaube. Aber mein Eulenparadies. Ich habe aber leider nur eine Bettdecke mit Eulen. Aber es werden bald mehr. Irgendwann werde ich mir schon wieder mehr kaufen. Wo ich eigentlich genug habe. Ich habe halt immer abwechselnd zwischen zwei. Die andere ist so voll das Farbschema eigentlich schon im Zimmer mit so Rot-Gelb Abstufungen zwischendrin. Also mit Abstufungen davon zwischendrin. Aber es ist Eule. Es ist eigentlich nicht mein Farbbereich, den ich haben wollte für das Zimmer, aber es ist Eule. Und noch mehr Eulen. Ja, wenn ich genug Eulen haben kann. Die hat mir eine Freundin mal gekauft, als ich bei ihr übernachtet habe. Ich habe so gesehen, hatte kein Geld, aber sie sagt, ach, scheiß drauf, hol ich dir. Mucho merci dafür nochmal, Liebes. Aber Hedwig, pardon, habe ich mir selber gekauft. Ja, ich mag Harry Potter, aber ich bin kein großartiger Fan. Köpf mich dafür, ist mir egal. Und ich liebe nicht Schneeeulen, weil die mir einfach zu weiß sind, sondern die Kauze in den Wäldern, also die braun gecheckten. Das ist doch voll meins. Was habe ich ja eigentlich da drin? Und ich bin erschreckend da dran und das war lustigsterweise auch die niedrigste Miete, die ich bei einer Besichtigung hatte, also bei einer Wohnung, die ich besichtigen konnte. Und ja, ich mag sie gern. Es ist zwar manchmal ein bisschen creepy, wenn jemand draußen auf meinen kleinen Mini-Garten sozusagen läuft und meine Stimmen hört und dann erstmal verwirrt rausguckt und dann steht da jemand random und redet mit der Person, die über mir wohnt. Aber an sich ist die Wohnung wunderschön. Es gibt gewisse Marotten, die auf den Pisser gehen, aber für den Preis werde ich nichts finden. Ich meine, es ist unter 500 € warm. Und ich habe wirklich alle Läden in meiner Nähe, egal ob Tierarzt, normaler Arzt, speziell Zahnarzt, Physiotherapie. Ein Psycho habe ich auch direkt nebenan, kein Scherz, ich muss nicht mal nebenan laufen. Kaufland ist zwei U-Bahn-Stationen entfernt, Lidl ist eine U-Bahn-Station entfernt, Netto ist nur ein paar Meter davon entfernt, Aldi ist genau dazwischen. Edeka habe ich zwischen Netto und mir. Sparkasse ist genau neben Netto, was ja nun mal meine Kasse ist. Ich habe mehrere Busse, die hier abfahren, also dass ich zur Not auch da umfahren kann, wenn bei der U-Bahn irgendwas nicht stimmt. Ich wohne gerade mal nur
ein paar U-Bahn-Stationen von Gesundbrunnen entfernt. Also lagetechnisch finde ich top. Und es gibt überall komische Leute. Da braucht man mir jetzt nicht ankommen und denken, Ausländer. Die gibt es überall. Und das ist auch nicht schlimm, wenn sie sich so verhalten, dass sie keinen anderen belästigen. Und ja, falls du es bemerkt hast, ich habe Sportgeräte. Zu meiner Schande benutze ich sie auch nicht. Weil ich habe mal einen Monat mit so einer Fitness-App, die einen halt Übungen zeigt, die man dann macht, das geschafft. Wirklich einen Monat hintereinander und ein paar Tage. Aber dann war mir das Ganze zu stressig, zwischen Arbeit und Haushalt reinzuschmeißen. Und jetzt ist so die Sache, was bringt es mir, wenn ich es jetzt die letzten 2 Wochen mache und danach habe ich wieder keine Zeit mehr dafür? Wobei ich traurigerweise nicht glaube, dass ich wirklich ab 14. wieder arbeiten darf. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht dran, so wie es derzeit läuft. Und falls du eine andere Frage hast, warum ich das Ding hier vor der Couch habe, ganz einfach. So kann ich dann wenigstens richtig spielen, wenn das Ding wieder laden muss. Und das ist einfach gefühlt 5 Minuten, nachdem ich dann online gegangen bin. Nicht immer, aber sehr oft random im Spiel passiert es dann. Und dann ist es angenehmer, den zu haben. Weil ich auch sagen muss, ich sitze echt gern auf dem Boden, Alter. Der Parkettboden ist so schön angenehm. Und ja, den habe ich auch vermutlich von meiner Vormieterin. Ich weiß nicht, ob sie den eingebaut hat oder von der Force oder so. Keine Ahnung, welcher Vormieter das war. Danke dafür. Und wo wir gerade bei Mietern sind, danke an meine Mitmieter. Weil ich manchmal abends laut ausschreie vor Freude, wenn ich irgendwas gucke. Oder manchmal noch bis zur Spielzeuge, was zugegebenermaßen selten ist, weil ich mich versuche, wieder runterzuarbeiten, zeittechnisch, weil ich normalerweise früh raus muss. Aber ich habe bisher einfach keine Probleme, dass jemand rumgemeckert hat oder komisch zu mir war. Nicht ganz. Manchmal kamen komische Geräusche von der Seite. Aber es ist aushaltbar. Und ich habe eine Nachbarin über mir. Also über mir sind mehrere Wohnungen. Die verteilt zum Beispiel auch manchmal so Obst und Gemüse, was übergeblieben ist, bevor es weggehauen wird. Oder Gebäck. Und das ist auch ganz cool. Finde ich auch ganz nice. Und ja, meine Wohnung. Wenn du eher sie als Bock habt, hinterlass, wie gesagt, gerne einen Kommentar. Abo, Like, was auch immer dir nicht wehtut. Ich würde mich freuen und ich versuche dann einfach, als nächste Woche irgendein Video auf die Beine zu stellen. Ich verspreche nichts, weil ich einfach ein Stück Scheiße bin. Aber ich versuche es. Und dann habe ich noch ein paar andere Videos hochgeladen, die aufploppen sollten und wenn ich es nicht vergessen habe, einzubauen. Tschüss.